Wir stehen hier am Alten Zoll in Bonn am Rhein und ich will diesen Ort nutzen, um Ihnen etwas zu erklären, Ihnen begreiflich zu machen, was wir meinen, wenn wir von der Geografie als einer multidisziplinären und multiperspektivischen Disziplin oder Wissenschaft reden. Multiperspektivisch bedeutet, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln auf einen bestimmten Gegenstand schaut, ihn also von verschiedenen Seiten sich anschaut. Das sind die Subdisziplinen innerhalb der Geografie, die Sie im Rahmen dieser Vorlesung kennenlernen. Die Stadtgeografie, die Sozialgeografie, die historische Geografie, die Kulturgeografie und mein Bereich der geografischen Entwicklungsforschung spielt ja eine Rolle. Und diese verschiedenen Perspektiven sind gut geeignet dafür, am Beispiel von konkreten Orten wie diesem hier, dem Alten Zoll, Geschichten zu erzählen. Diese Perspektiven sind miteinander verwoben und verknüpfen sich und überlagern sich an konkreten Orten. Und fangen wir mal an mit den Geschichten, die sich mit diesem Ort, dem Alten Zoll, verbinden. Zunächst mal zur Geschichte selber. Dieser Alte Zoll heißt Alter Zoll, weil hier früher mal eine Grenzstation lag, eine Zollstation, die hinweist darauf, dass dieser Ort eine Grenze markiert. Und das steht für den Rhein, eine Grenze und zugleich eine Verbindung. Auch das ein gewisses Paradox, mit dem sich die politische Geografie beschäftigt, dass Grenzen und Verbindungen oftmals in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Warum war der Rhein und warum ist der Rhein in einer gewissen Weise bis heute als eine Begrenzung zu sehen? Nun, vor 2000 Jahren kamen die Römer hier ins Rheinland, bauten Städte. Bonn war ein vorgelagertes Außenlager der Legion, die in Köln saß. Und sie versuchten auch über den Rhein hinweg vorzudringen. Da drüben auf der anderen Seite war das wilde Germanien. Auf dieser Seite war der Geltungsbereich des römischen Rechts. Aber sie haben sich nicht lange da drüben halten können, denn in der berühmten Varusschlacht verloren sie 3 Legionen und zogen sich dann auf diese Seite des Rheins wieder zurück. Und seitdem, über mehrere Jahrhunderte, war dies tatsächlich eine harte politische und auch umkämpfte Grenze zwischen dem Imperium Romanum auf dieser Seite und dem germanischen Bereich dort auf der anderen Seite. Also der Rhein als eine Grenze, auch als in einer gewissen Weise als eine Kulturgrenze. Der Rhein ist außerdem an dieser Stelle, was man hier vom Alten Zoll aus sehen kann, ein Ort, mit dem sich kulturelle und auch symbolische Aufladungen verbinden. Wenn man da runterschaut, wir blicken da auf die Vulkankegel des Siebengebirges, hier südlich von Bonn, ein Ort, der in der ersten Hälfte und in der Mitte des 19. Jahrhunderts als einer der schönsten Orte in Deutschland galt. Und das Siebengebirge und das südlicher gelegene Rheintal ist damals das ganze 19. Jahrhundert hinein so eine Art Sehnsuchtsort gewesen der Rheinromantik, die auch Hintergrund gewesen ist des ersten Ferntourismus, den wir hier in Deutschland erlebt haben. Das waren vor allen Dingen Engländer, die hier mit der Eisenbahn seit Mitte des 19. Jahrhunderts nach Bonn kamen. Hier in Bonn endete die Eisenbahnlinie und die ging dann hier unterhalb, dort wo man immer noch diese Ausflugsdampfer hier liegen sieht, auf Schiffe und fuhren dann das Rheintal hinauf und wieder hinab bis hier nach Bonn, um die Schönheiten des Rheintals zu sehen. Also eine kulturelle und symbolische Aufladung des Rheins mit seinen Burgen und Befestigungsanlagen und den Bergen auf beiden Seiten. Dies ist also gewissermaßen die zweite Dimension nach dieser ersten, der politischen Dimension des Rheins. Und dann gucken wir uns jetzt an diesem Ort mal so ein bisschen um. Der Alte Zoll, das war eine Befestigungsanlage, die stammt aus der Spätzeit des Dreißigjährigen Krieges. Eine Bastion als Teil der Befestigung um die damalige Stadt Bonn herum. Wir gehen hier mal über diese frisch renovierte Anlage hinüber. Und das Erste, was wir hier sehen, sind 2 dicke Kanonen. Das sind Kanonen, die stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber die stammen aus Frankreich.
Das heißt, die haben mit dieser Bastion überhaupt nichts zu tun. Und die haben eine Geschichte, denn diese zwei Kanonen, aus denen nie ein scharfer Schuss abgefeuert worden ist, wohlgemerkt, aus Frankreich, das sind Beutestücke, die in dem 1870-71er Krieg von der preußischen Armee erbeutet wurden. In Frankreich Signalkanonen oder Salutkanonen aus Frankreich und die der damalige König und spätere Kaiser, der erste deutsche Kaiser, der Universität Bonn, der auch dieser alte Zoll übrigens gehört, das gehört nicht der Stadt, sondern der Uni, zum Geschenk machte. Und die Universität damals sagte sich, naja, was macht man, wenn man so zwei Kanonen geschenkt bekommt? Die stellt man am besten irgendwo hin, wo die nicht weiter stören. Also hier oben auf dem alten Zoll stehen diese französischen Salutkanonen als Beutestücke, die aus Frankreich hier nach Bonn an den Rhein gebracht wurden. Und hier sind wir nun bei einer weiteren Dimension, die uns auch mit diesem Ort verbindet und die auch etwas zu tun hat, sowohl mit historischer Geografie als auch sehr stark mit politischer und kultureller Geografie, nämlich einem Denkmal, zu dem ich jetzt da vorne rübergehe und zu dem ich jetzt gleich eine Geschichte erzählen werde. Denn die dargestellte Person ist einer der ersten nach Bonn berufenen Professoren, Ernst Moritz Arndt. Da gehe ich jetzt mal rüber. ...1818 wurde die Universität Bonn gegründet vom König von Preußen, nachdem die katholischen Rheinlande nach der Vertreibung der Franzosen oder der Beendigung der französischen Besetzung 1815 an Preußen gefallen waren, als eine preußische Universität hier im Rheinland. Und einer der ersten Professoren, die hier nach Bonn berufen wurden, war Ernst Moritz Arndt, der den Lehrstuhl für neuere Geschichte hier an der Universität Bonn einnehmen sollte. Ernst Moritz Arndt steht aber nicht deshalb als Denkmal hier, weil er durch seine wissenschaftlichen Leistungen so besonders auf sich aufmerksam gemacht hätte, sondern weil er gleichzeitig, und deshalb ist es eine besonders renommierte Berufung gewesen, ein herausragender Politiker seiner Zeit gewesen ist und ein Dichter. Und das, was Ernst Moritz Arndt gedichtet hat, ist sehr stark zu verstehen aus der Zeit heraus, der Zeit der Befreiungskriege gegen Frankreich in den 1812er, 13er, 14er Jahren. Und ein solches Gedicht, sein bekanntestes Gedicht, steht mit der ersten Zeile hier. Hier steht, und ich werde mal die ganze erste Strophe rezitieren. Dieses Gedicht heißt: Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte. Drum gab er ihm den kühnen Mut, den Zorn der freien Rede, auf dass er kämpfe bis aufs Blut, bis in den Tod die Fehde. Das klingt aus heutiger Zeit sehr martialisch und ungewöhnlich für unsere Zeit. Und martialisch ist das tatsächlich. Dieses Gedicht von Ernst Moritz Arndt, das später auch noch vertont wurde, ist sozusagen die Hymne der Befreiungskriege gewesen und ein Ausdruck des deutschen Patriotismus gegen Frankreich. Und insofern zeitgeschichtlich enorm wichtig, dieses Gedicht, aber vor allen Dingen auch die Figur von Ernst Moritz Arndt als einem Vertreter dieser Zeit des entstehenden deutschen Nationalismus und einer deutschen Identität, die sich immer definiert hat gegen Frankreich, also nach außen hin, gegen einen äußeren Feind. Dies ist etwas, was aus heutigem Verständnis heraus und vor allen Dingen vor dem Hintergrund unserer heutigen Beziehungen zu unserem Nachbarn Frankreich natürlich extrem problematisch ist. Und inwiefern das problematisch ist und auch welche Fehde in dem Gedicht, das ich gerade rezitiert habe, hier gemeint ist, um uns das anzuschauen, gehen wir mal auf die andere Seite. Da steht nämlich ein anderer Spruch, den Ernst Moritz Arndt hinterlassen hat. Hier drüben, hier steht: Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. Dieses Denkmal steht hier also direkt am alten Zoll, oberhalb des Rheins. Und mit diesem Spruch, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze,
ist jemand gemeint, der hier nicht namentlich erwähnt wird, nämlich Frankreich. Das heißt also, diese Person, Ernst Moritz Arndt, steht für einen deutschen Nationalismus, der damals in den Befreiungskriegen gegen Frankreich entstanden ist, aber der sich später entladen hat in drei Kriegen, die geführt wurden gegen Frankreich. 1870-71, daher stammen die zwei Kanonen, und dann der Erste und der Zweite Weltkrieg. Eine Person also, die zeitgeschichtlich zu verstehen ist mit ihrem Wirken und die eine herausragende Persönlichkeit als patriotischer Dichter gewesen ist, aber die aus heutiger Zeit extrem problematisch ist, weil wir manche Dinge heute anders sehen und anders interpretieren. Und insofern stellt sich hier die Frage, und damit sind wir wieder bei der politischen Geografie und auch der kulturellen Geografie, wie geht man mit diesen Hinterlassenschaften der Geschichte um, die zu ihrer Zeit ihre Bedeutung hatten und die uns heute sehr sperrig vorkommen. Und vielleicht noch etwas, was die Sperrigkeit dieser Person Ernst Moritz Arndts illustriert, nochmal aus einer anderen Perspektive. Ernst Moritz Arndt war zwar einer der ersten Professoren, die nach Bonn berufen wurden, aber schon nach wenigen Wochen erhielt Ernst Moritz Arndt vom König persönlich ein Ausübungsverbot seines Berufs als Professor. Ihm wurde ein Lehrverbot erteilt. Der König war wütend, weil Ernst Moritz Arndt ein Buch veröffentlichte, ganz kurz nach seiner Berufung, in dem er sich gegen die Fürstenherrschaft auflehnte. Und was er da meinte, steht auch durchaus in diesem Gedicht hier auf der anderen Seite. Dieses Auflehnen gegen die Fürstenherrschaft, wofür Ernst Moritz Arndt eintrat, damit meinte er ganz konkret in der Situation 1812 die Situation, dass die deutschen Fürstentümer, die von Napoleon besiegt worden waren, gezwungen wurden, ihre Armeen der Grande Armée von Napoleon anzuschließen und mit Napoleon gegen Russland zu ziehen. Also Ernst Moritz Arndt setzte sich dafür ein, dass deutsche Soldaten nicht für einen Krieg eingesetzt werden sollten, der nicht ihr eigener Krieg war. Hochpolitisch die ganze Aktion, aber der König von Preußen hat dieses Aufmüpfige von Ernst Moritz Arndt im Zuge der Demagogengesetze, die damals 1818 gerade erlassen worden waren, versucht zu unterbinden, indem er ihm ein Berufsverbot erteilte. Also eine Person, die in gewisser Weise für uns heute durchaus auch noch vorbildlich erscheinen mag, indem er sich nicht hat einschüchtern lassen. Ernst Moritz Arndt ist auch Abgeordneter gewesen in mehreren Jahren in dem ersten deutschen Parlament in der Frankfurter Paulskirche. Aber er war eben auch ein radikaler Patriot, gegen Frankreich eingestellt, und ein Teil seiner Gedichte sind zweckentfremdet worden, dann als Kampflieder in den Kriegen zwischen Deutschland und Frankreich. Und die große Frage aus heutiger Perspektive, wie geht man mit so etwas um? Also so ein Denkmal, wo man vielleicht auch lieber einfach eine Hülle oben drüber ziehen würde oder sagen würde, vielleicht kann man das Denkmal lieber ins Museum stellen, als es hier direkt am Rhein stehen zu lassen. Auch dies ein Teil der Betrachtung der Geografie, die etwas zu tun hat mit räumlichen Zuordnungen und der Veränderung von Perspektiven und Sichtweisen im Laufe der Zeit. Jetzt als letzten Punkt möchte ich noch eine Perspektive darstellen, die uns wieder in die Gegenwart bringt, indem wir nochmal da vorne an den Rhein runtergehen und in die jüngere Vergangenheit, knapp 50 Jahre zurück, etwas mehr als 50 Jahre zurück. Das ist jetzt wiederum eine etwas nettere Geschichte als das, was wir hier mit Blut und Eisen gerade gehört haben. Die letzte Geschichte, die ich Ihnen an dieser Stelle am Alten Zoll erzählen will, bringt uns wieder in die Gegenwart. Wenn Sie mal hier über den Rhein schauen, jetzt im Sommer, sehen Sie, da drüben am anderen Rheinufer sind Leute, die da zumindest ihre Füße ins Wasser halten. Sie können heute im Rhein wieder baden, wenn Sie gut schwimmen können. Das war vor 50 Jahren anders. Vor 50 Jahren, in den 1960er, 1970er Jahren, war der Rhein eine furchtbare Schmutzbrühe, völlig verseucht und verschmutzt, vor allen Dingen mit den Abwässern der chemischen Industrie weiter südlich von hier bis hinauf nach Basel.
ein totes Gewässer, ein stinkender Fluss, auf dem bei bestimmten Wetterlagen Schaumfladen an der Oberfläche schwammen. Also ein toter Fluss. Und in dieser Zeit, im Mai 1966, begab sich Folgendes. Da tauchte auf einmal ein Stück weit rheinabwärts von hier im Hafen von Duisburg ein weißer Wal auf. Der wurde zuerst gesichtet von ein paar Binnenschiffern, die der Polizei Bescheid sagten und sagten, wir haben einen Wal gesehen, und zwar einen weißen Wal. Das Erste, was die Polizei machte, war ein Alkoholtest bei diesen Binnenschiffern, weil niemand das glaubte. Aber relativ bald überzeugte sich dann auch die Polizei davon, ja, Tatsache, es hatte sich ganz offensichtlich ein junger weißer Wal in den Rhein verirrt und schwamm rheinaufwärts. Und das Pech dieses weißen Wals war es, dass er ausgerechnet in Duisburg das erste Mal gesichtet wurde. Denn die Stadt Duisburg war gerade dabei, einen Zoo aufzubauen mit einem Aquarium. Und der gerade eingesetzte Zoodirektor, der passenderweise den schönen Namen Dr. Gewalt hatte, setzte seinen ganzen Ehrgeiz da rein, diesen weißen Wal zu fangen. Das heißt also, der verfolgte den mit einem Motorboot und einem Narkosegewehr, versuchte ihn zu markieren, ihm Harpunen unter die Haut zu jagen, um ihn zu markieren, seine Position zu markieren und Bojen an diesem Wal zu befestigen, um ihn dann jagen zu können mit einem Netz. Und bizarrerweise, innerhalb von wenigen Tagen, setzte so eine Art Karawane zu Wasser ein, vorneweg der Wal, gefolgt von dem Motorboot des Duisburger Zoodirektors mit einigen bewaffneten Jägern an Bord, die versuchten, diesen Wal zu fangen und in Netzen festzuhalten. Und um die rum eine Schar von anderen Booten und schließlich sogar ein Luftschiff, das dem Ganzen folgte, um diese Szene des Walfangs hier auf dem Rhein bei Bonn zu verfolgen. Und der Wal, der schwamm immer weiter aufwärts und kam auch hier in Bonn vorbei. Und hier in Bonn war es dann, dass, nachdem das Ganze nun mehrere Tage lang immer auf Seite 1 der Tagespresse und in den Nachrichten gewesen war, überwiegend junge Leute sich dafür einsetzten, diesen Wal vor dem Jäger zu schützen. Und das, was die taten, war, dass die von einem Luftschiff aus Orangen in den Rhein schmissen, die die gleiche Farbe hatten wie die Boje, mit der die als Markierung an diesem Wal befestigt worden war von dem Zoodirektor. Und die versuchten also, den Wal dazu zu bringen, abzutauchen und vor dem Zoodirektor reißaus zu nehmen. Und als Folge dieser Berichterstattung in den Medien, die über einen Zeitraum von ungefähr 14 Tagen anhielt, entstand in Deutschland zum allerersten Mal ein öffentliches Bewusstsein dafür, wie wir in Deutschland mit der Natur umgehen. Also dass der Rhein vor wenigen Jahrzehnten noch ein sauberes Gewässer gewesen war, jetzt ein toter Fluss, und dieser weiße Wal, ein Beluga-Wal, stand gewissermaßen symbolisch für die Natur, die sich hierher wieder verirrt hat. Und das war der Auslöser, diese Solidarisierung der breiten Öffentlichkeit in Deutschland mit diesem Beluga-Wal und gegen den Zoodirektor aus Duisburg. Das war der Auslöser für eine beginnende Bewegung in Deutschland für den Umweltschutz und schließlich auch für die grüne Bewegung und die Umweltschutzbewegung in Deutschland. Und das schöne Ende dieser Geschichte war, dass dieser Beluga-Wal es tatsächlich schaffte, der schwamm noch ein Stückchen 15 Kilometer weiter rheinaufwärts bis nach Remagen. Da drehte er um, tauchte ab, tauchte unter seinen Verfolgern hindurch, hier an Bonn vorbei, und nach wenigen Tagen erreichte er das offene Meer und ward nimmer wieder gesehen. 10 Jahre später hat eine Reederei ein neues Fahrgastschiff bauen lassen in der Form eines Wals, das bis heute hier den Rhein rauf und runter fährt. Aber das Entscheidende ist, und das ist so der Sinn dieser Story, die ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, auch in dieser Hinsicht sind symbolische Orte unter Umständen wichtig, um zu verstehen,
wie politische Bewegungen entstehen, die sich entzünden an der Wahrnehmung von Orten, die anknüpfen an eine Romantik, die auch von diesem Ort ihren Ausgang genommen hat, die Rheinromantik, aber mit einer ganz anderen politischen Stoßrichtung. All das ist Geografie, was ich versucht habe, Ihnen hier zu erzählen. Die Überlagerung von Perspektiven und letzten Endes das Erzählen von Geschichten, die sich verknüpfen mit bestimmten Orten. Warum ist das Ganze wissenschaftlich interessant? Es geht natürlich nicht nur um spannende Geschichten, so wie ich versucht habe, hier welche zu erzählen, sondern es geht darum, Fragen zu stellen, mit denen wir uns der Wirklichkeit, in der wir leben und der Umwelt, in der wir leben, nähern und die uns dazu bringen, unsere Umwelt und Mitwelt anders zu verstehen, besser zu verstehen und wo es geht, auch zu verändern. So viel zum alten Zoll hier in Bonn.